Dieser Behindertentag wurde ja dieses Jahr zum 6. Mal in Bad Hersfeld als der Deutsche Behindertentag durchgeführt. Ja, jedes Jahr wächst er, erfreut sich wachsender Beliebtheit. Die Gäste kommen von weit und fern, von nah und fern. Ich halte den Behindertentag deshalb für wichtig, weil er einen Akzent setzt, weil er die Menschen zusammenbringt, die Behinderten, die Nichtbehinderten. Das ist hier an unserem zentralsten Punkt in Bad Hersfeld, was dem Tag schon eine Wertigkeit gibt. Unser wichtigster Platz steht dafür zur Verfügung. Die Menschen kommen zusammen. Wir hatten letztes Jahr bei traumhaftem Wetter tolle Stimmung. Und ich glaube, das ist diese Atmosphäre, die es braucht, um Menschen zusammenzuführen. Dann kommt man ins Gespräch, man taut auf, man führt Gespräche. Das halte ich für ganz wichtig. Und deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass es so viele engagierte Personen gibt, um diesen Tag ehrenamtlich auf die Beine zu stellen. Ich schrei ihm nach, das ist nicht fair, gib die Wurst mir wieder her. Ja, ich komm mir vor, als steh ich gerade im Platz. Ich hab die Schürze rum, ich dreh die Würste rum. Ich bin der Rups und steh am Grill. Mit der Zange in der Hand grill ich immer allerhand. Fleisch und Würste grill ist alles, was ich will. Ich hab die Schürze rum, ich dreh die Würste rum. Ich bin der Rups und steh am Grill. Mit der Zange in der Hand. Ja, uns war es ganz wichtig, etwas für Behinderte hier in Bad Hersfeld zu tun. Und wir überlegten am Anfang, wie schaffen wir das? Und ganz schnell war klar, wir schaffen das, indem wir Aufmerksamkeit schaffen. Aufmerksamkeit auf die Probleme der Behinderten, aber auch ganz klar der Fokus auf die Bedürfnisse und auf gerade die speziellen Begabungen, auch die speziellen Dinge, die Behinderte eben leisten können, dass man ihnen gar nicht zutraut. Deshalb auch unser Motto, miteinander leben, voneinander lernen. Und ganz bewusst sind wir in die Innenstadt gegangen, nicht irgendwo außerhalb in eine kleine Halle, in die dann doch nur die hinkommen, die auch mit Behinderung zu tun haben. Wir haben gesagt, wir gehen in die Stadt, wir gehen auf die Leute zu, die hier durch die Stadt gehen und so dann mit Behinderungen in Kontakt kommen. Ich verspreche mir von dem Behindertentag als solches, sag ich mal, aufgrund der Teilnahme von unseren paar Basketballleuten, dass wir vielleicht den einen oder anderen für die Gruppe noch dazu gewinnen können. Ich freue mich erstmal, dass wir so schönes Wetter haben. Der Gott hat mitgespielt und dass so viele Leute gekommen sind und auch bei allen möglichen Sportveranstaltungen mitgemacht haben. Und der Punkt 3 ist das K. Dann ist 1, 2, 3, ist es L. Da kann man dann sich hier oben orientieren. Zum Beispiel das A ist hier oben nur der Punkt 1. Und hier unten ist es dann der Punkt 1 und 3, weil da der Punkt 3 dazukommt. Ich denke, dass die Betriebe unabhängig von der gesetzlich vorgeschriebenen Quote versuchen sollten, an allen geeigneten Arbeitsplätzen Menschen zu beschäftigen, die auch Handicaps haben. Aber es wird in allen Betrieben auch Möglichkeit geben, geeignete Arbeitsplätze zu finden. Es ist wichtig, dass in den Bereichen Schule und Kindergärten schon sehr frühzeitig auch Normalität hergestellt wird. Und deswegen bin ich ganz besonders froh und dankbar, dass wir mit den beiden Kollegen, die hier neben mir stehen, auch über das Frühförderzentrum an der Stelle ganz, ganz viel tun können, damit Kinder von klein auf ganz normal in der Gesellschaft, in Schulen, in Kindergärten groß werden können. Herr Vogel macht das aber sagenhaft. Ich lade jetzt nach Frankfurt ein zu einem Abend, wo er mittanzen kann.